Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop im Monat September 2016. Mein Name ist Antonia Langsdorff und ich begleite euch jetzt durch die Konstellationen des Monats. Ich habe mir als Motto für euch überlegt: Aus Freundschaft kann Liebe werden. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema in eurem Horoskop. Und außerdem interessant für die vielen, vielen Skorpiongeborenen, die spirituell unterwegs sind, dass Glücksplanet Jupiter ins Haus eurer Spiritualität wandern wird. Aber fangen wir von vorne an mit dem wichtigen Neumond gleich am 1. September. Das ist eine Konstellation, die eben bei euch im Haus der Freundschaft stattfindet, aber auch die Achse der Sexualität mit einbezieht. Und dieser Neumond wird auch als ringförmige Sonnenfinsternis in Teilen der Welt sichtbar sein, ist von daher also ganz besonders wichtig und bedeutsam und beinhaltet aber leider auch eine Spannungsfigur. Und ihr seht das hier schon, bei euch zeigt die Spannungsfigur ins zweite Haus, also das Haus der Finanzen. Da kann es Kämpfe drum geben, eventuell sogar mit Angelegenheiten, die mit euren Freunden zu tun haben oder vielleicht sogar euren Lovern, weiß man jetzt nicht so genau, vielleicht auch, weil ihr mit kreativen Projekten euch finanziell verausgabt habt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber euer Finanzhaus steht unter Stress. Gleichzeitig ist der Mars im Finanzhaus aber gut als Geldeintreiber. Bleibt euch dort noch bis zum 27. erhalten. Also wenn jemand bei euch was schuldet, dann könnt ihr das jetzt zurückfordern und es könnte eben sein, dass es jemand aus dem Freundeskreis ist und da müsstet ihr dann eventuell auch einfach mal deutliche Worte sagen und das einfach, kann man ja freundlich, aber deutlich dann mal einfordern. Das wird dann wahrscheinlich auch klappen. Aber es soll ja jetzt um Liebe und Beziehungen gehen. Und warum habe ich gesagt, wenn aus Freundschaft Liebe wird? Das kann eben sehr gut sein, weil ihr habt den Planeten der Romantik, Neptun, im Haus der Affären, Romanzen und der Sexualität und das Ganze in Verbindung hier mit den Freundschaftsgeschichten. Und deswegen kann es wirklich sein, dass ihr unter dieser Konstellation vielleicht genauso sogar zu diesem Neumond plötzlich feststellt, dass jemand, mit dem ihr eigentlich nur befreundet wart, dass es da funkt und dass es da auf einmal ihr merkt, da ist doch mehr. Also das kann sehr gut sein, wenn ihr Single seid, dass sich da sowas ergibt. Und da würde dann zum Vollmond am 16. würde sich vielleicht schon zeigen, ob das jetzt nur so eine Affekthandlung war aus dem Moment heraus oder ob sich daraus vielleicht wirklich eine Beziehung ergeben kann. Ja? Sonst gilt auch, dass das Freundschaftsthema weiterhin sehr wichtig ist für euch. Mit dieser Spannungsfigur ist weiterhin die Gefahr gegeben, dass es da irgendwie um Täuschungen geht. Und weil es im zweiten Haus ist, eben vielleicht finanziell. Also das müsst ihr euch dann weiterhin angucken bei Freundschaftsbeziehungen oder auch bei freundschaftlichen Liebesbeziehungen. Ist da vielleicht eine finanzielle Geschichte mit drin? Oder gibt es da vielleicht ein anderes Thema, wo man nicht ehrlich redet? Ne? Also diese Spannung ist da. Das müsst ihr euch angucken. Ich meine, ihr seid ja als Skorpione sowieso von Haus aus eher ein bisschen misstrauisch und sowieso neigt sowieso dazu, zu vermuten, dass vielleicht jemand euch nicht gut will. Und in diesem Fall kann das sogar stimmen. Also guckt es euch einfach mal genauer an. Ne? Zumal Merkur auch rückläufig ist bis zum 22. Also das begünstigt auch die Tendenz zu Missverständnissen. Auch da kann es eben wirklich sein, dass da was läuft, was nicht so ganz koscher ist, sodass ihr das vielleicht klären müsst. Die Chance zur Klärung ist dann besonders gegeben ab dem 22., wenn Merkur auch wieder direktläufig wird. Da sieht das dann besser aus. Und wenn der Mars auch ein bisschen aus dieser Spannung rausläuft, denn ihr seid ja als Skorpione oft sowieso sehr harsch oder sehr, naja, ihr bohrt dann eben schon auch tiefer, ne? Und damit das eben jetzt nicht nach hinten losgeht und in eine unfruchtbare Auseinandersetzung endet, wo dann keiner kriegt, was er will, solltet ihr lieber noch ein bisschen warten, bis der Mars aus der Spannung raus ist und der Merkur wieder direkt läuft, wie es am 22. Und dann kann man eben solche Sachen auch etwas ruhiger ansprechen. Das wäre mein Tipp, ne? Ja, jetzt für eure Liebe und Sexualität sehr wichtig sind einige Faktoren. Also zum Beispiel die Konjunktion mit Lilith, die steht jetzt hier mitten im Skorpion. Das merken vor allen Dingen die Geborenen in der zweiten Dekade.
macht euch natürlich sehr sexy, besonders eben die Skorpionfrauen haben jetzt eine enorme Ausstrahlung und machen also ihr männliches Gegenüber ganz kirre. Ihr werdet vielleicht auch merken, dass ihr mehr als sonst der Meinung seid, dass ein Mann, der euch begeistern soll, wirklich auch über eine Stärke als Mann verfügen sollte. Also ihr seid jetzt überhaupt nicht für Weicheier zu haben, sondern da muss einer, muss irgendwie interessant sein oder sogar ein Bad Boy. Ja, das kann sogar sein, dass euch das jetzt besonders fasziniert und anzieht. Das ist dann kein Wunder mit Lilith. Und ich meine, wenn ihr das im Griff habt, könnt ihr euch da auch durchaus mal drauf einlassen. Es ist nicht ganz ungefährlich. Mit Lilith, so Affären sind ja nie ganz ungefährlich, weil die können einem ja auch wirklich sehr unter die Haut gehen. Aber ihr habt ja noch nie so eine Herausforderung gescheut. Also die Skorpione sind ja bekannt dafür, dass sie eben auch keine Angst haben, sich auf Erfahrungen einzulassen mit starken Menschen, Erfahrungen, die unter die Haut gehen. Also dann insofern könnt ihr das mal ausprobieren. Ihr seid nicht so betroffen von dieser Täuschungsproblematik in der Partnerschaft. Für euch kann es eher auf eine Freundschaft schlagen. Also das müsst ihr natürlich bedenken. Da ist mehr die Gefahr. Ne? Ansonsten, denke ich, könnt ihr euch das schon leisten, auf euch auf so eine ganz, ganz heiße Affäre einzulassen. Ja, dann habt ihr ja halt Romantikplaneten Neptun wunderbar stehen im Haus der Sexualität. Habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen, dass das eine gute Zeit ist, um zum Beispiel auch mal die Lehren des Tantra auszuprobieren, die Sexualität und Spiritualität verbindet, wenn ihr das nicht sowieso schon wisst. Oder vielleicht eben sogar mal sich bei einem Tantra-Workshop anzumelden. Die gibt es ja auch für Singles. Kann man vielleicht auch mal jemand Interessantes bei kennenlernen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Denn hier haben wir ja praktisch mit Neptun auch den Guru oder eben die spirituelle, den spirituell ausgerichteten Partner im Haus der Sexualität zu stehen. Ja, kann ja so auch sein, dass ihr eine Affäre mit einem Yogalehrer anfangt oder sowas. Weil es auch noch das Haus des Sports ist. Also Yoga ist auch ein heißer Tipp. Wenn ihr ein Yoga-Seminar findet, wo auch Männer mitmachen oder eben Leute, die euch interessieren, wäre das auch bestimmt jetzt schön in diesem Monat. Ja, dann schauen wir mal weiter. Am 9. geht, wie gesagt, Jupiter in die Waage. Die Venus steht dort schon von Anfang des Monats an. Steht jetzt bei euch im 12. Haus, was nochmal ein Hinweis darauf wäre, dass alle Skorpione, die sich spirituell interessieren oder eben auch für spirituell angehauchte Dinge wie Yoga etc., dass die über diese Schiene jetzt auch die Liebe finden können. Ansonsten kann Venus im 12. Haus auch bedeuten, dass man das Gefühl hat, dass die Liebe sich so ein bisschen zurückgezogen hat. Aber ihr habt ja hier immer noch die Lilith, das heißt über die Schiene von Sex und Abenteuer geht auch noch einiges. Mit der Venus in der Waage, für manche mag sich das eben so anfühlen, dass sie sagen, hey, da ist ja gar nichts los, ist aber auch nicht so schlimm, denn am 22. wird die Venus in den Skorpion gehen, in euer erstes Haus. Also wenn ihr noch Geduld habt, könnt ihr so lange noch warten. Aber vorher müssen wir uns noch den Vollmond angucken, auch sehr wichtig. Der ist dann am 16.09., am Freitag, den 16. mit Mond im Fisch, den Fischen auch noch bei euch hier im Haus der Sexualität. Also ich denke mal, das ist ein sehr interessantes Datum für euch. Auch hier kann wieder die Geschichte passieren, aus Liebe wird Freundschaft. Oder vielleicht, wenn das schon begonnen hat, dass ihr da noch tiefer einsteigt. Das ist sehr gut möglich. Kann auch sein, dass ihr jetzt jemanden kennenlernt, eine tolle, ganz süße Affäre anfangt. Also das ist schon, das steht schon sehr, sehr spannend für euch. Dann geht es eben weiter. Für euch geht es weiter, vor allen Dingen ganz spannend, ab dem 23. Da kriegt ihr Venus in euer erstes Haus, was natürlich eine super Ausstrahlung bringt. Durch die Lilith wart ihr ja sowieso schon, standet ihr ja sowieso schon sehr hoch im Kurs bei Leuten, die jemand suchen, der so ein bisschen interessant und geheimnisvoll ist, besonders die Skorpionfrauen eben. Jetzt kommt noch die Venus dazu. Ich denke mal, dann könnt ihr auch so ziemlich jeden um den Finger wickeln, den ihr haben wollt. Dann noch hier mit Neptun dazu. Die Venus wird dann gegen Ende des Monats hier in ein wunderschönes Trigon zu Neptun über euch im Affärenhaus steht laufen. Also spricht alles dafür, dass ganz besonders die Damen unter euch beste Chancen haben, jemanden kennenzulernen oder doch zumindest eine heiße Affäre zu erleben, die euch auch wieder mal das Gefühl gibt, weiblich begehrt zu sein.
Das ist ja auch sehr wichtig. Also selbst wenn man keine feste Beziehung hat, selbst wenn der Flirt, den man hat, jetzt nicht gleich einer ist, wo man sagt, oh, daraus wird jetzt was Festes, ist es trotzdem manchmal schön, sich darauf einzulassen, um sich wieder weiblich und begehrt zu fühlen und darum, damit dann auch noch wieder die eigene Ausstrahlung anzukurbeln. Also deswegen würde ich das euch beinahe empfehlen. Ihr könnt auch, wenn ihr, ja, ihr könnt auch übers Internet jemand Interessantes kennenlernen. Auch nach dem 22., denn da haben wir hier eine schöne Verbindung zwischen den beiden Häusern, die so fürs Internet und die Kommunikation mit modernen Medien zuständig sind, stehen in einer guten Verbindung. Und ihr habt ja im 11. Haus auch noch den Mondknoten. Also die ganze Zeit jetzt, längerfristig noch, besteht eine Möglichkeit für diejenigen Skorpione, die sich das zutrauen. Es ist eigentlich für viele Skorpione nichts, aber wenn ihr sagt, okay, für mich ist das was, dann versucht das ruhig. Das könnte sich für euch auch noch als Quelle für interessante und sehr prickelnde Begegnungen erweisen. Ja, genau. Also der einzige Knackpunkt bei euch im Horoskop sind eben diese finanziellen Geschichten, wo ihr Gefahr lauft, irgendwie, dass jemand versucht, euch über den Tisch zu ziehen. Das müsst ihr im Auge behalten. Da müsst ihr unter Kontrolle behalten. Es kann auch vom Job herkommen, wo durch abrupte Entwicklungen vielleicht so etwas sein kann. Es kann aber, wie gesagt, auch durch eine Affäre sich ergeben. Ja, dass es plötzlich sich herausstellt, dass jemand doch scharf drauf ist auf euer Geld. Also das müsst ihr im Auge behalten. Davon mal abgesehen, glaube ich, dass die Tendenzen für euch doch sehr erfreulich sind und ihr viel Spaß und viele prickelnde Möglichkeiten haben werdet im September. Ja, meine Lieben, jetzt schauen wir noch mal bei wer passt zu wem. Wie ist das denn mit den etwas schwierigeren Verbindungen? Das wollte ich mir heute mal mit euch anschauen. Bei euch sind das die Verbindungen zum Beispiel zu einem Zwilling oder zu einem Widder. Da besteht ein sogenannter Quinkungsaspekt. Das ist der Sehnsuchtsaspekt. Der Mann hat Sehnsucht, aber der Partner bleibt einem immer ein bisschen fremd. Und das könnt ihr nachvollziehen, ne? Das Wesen eines Zwillinges ist sehr, sehr anders zu eurem Wesen. Also ihr seid ja so tiefschürfend und der Zwilling, da geht das Interesse mehr so in die Breite. Und ihr, bei euch geht das Interesse auf eine Person, jetzt in der Partnerschaft, totale innige Verbindung. Der Zwilling hat viele Freunde und ihr macht euch vielleicht oft Sorgen, ob der nicht vielleicht fremd geht und solche Dinge. Ist also nicht so einfach. Also es sind sehr unterschiedliche Wesens, Charakterwesen. Aber die sonnennahen Planeten, die man selber im Horoskop hat, die können das überbrücken. Also zum Beispiel kann es sein, dass ihr selbst Planeten in der Waage habt als Skorpione und die harmonieren dann wieder mit dem Zwilling. Es kann sein, dass der Zwilling zum Beispiel Planeten im Krebs hat. Vielleicht hat er die Venus im Krebs. Dann ist er ganz treu, obwohl er Zwilling ist. Und dadurch würde das wieder mit eurem Zeichen harmonieren. Ja? Also wenn ihr euch in den Zwilling verliebt habt, gebt nicht gleich auf, es kann doch noch gut gehen. Und das andere schwierige Zeichen ist der Widder, ist auch mit dem Quinkungsaspekt, aber da gibt es mehr Gemeinsamkeiten, weil nämlich der Widder und ihr früher den gleichen Herrscherplaneten hattet, nämlich den Mars. Also ihr seid beide so Kämpferwesen, ist oft eine Kampfbeziehung. Ne? Also man hat sehr viel, es sind zwei starke Egos, die da aufeinander prallen und die viel miteinander rangeln, aber es kann auch eine sehr sexy Beziehung natürlich sein. Und dann gibt es da auch oft wieder diese Planetenverbindungen, dass ihr zum Beispiel vielleicht Planeten im Schützen habt, die dann wieder gut zu dem Widder passen würden. Oder der Widder hat Planeten in den Fischen, was gut zum Skorpion passt. Ne? Also da gibt es immer Möglichkeiten, wie sich das ausgleicht. Und wenn ihr das genau wissen wollt, lade ich euch herzlich ein, eine Horoskopberatung bei mir zu buchen, wenn ihr vielleicht eben einen Partner aus diesen Zeichen habt oder überhaupt mal wissen wollt, wie die Planeten zwischen eurem Horoskop und dem Partner zusammenpassen. Bin ich für euch da? Mein Beratungsangebot könnt ihr euch im Internet anschauen, auf meiner Homepage oder ihr ruft einfach mein Kundentelefon an. Alle Infos hier unter dem Video in der Videobeschreibung. Damit wünsche ich euch einen wunderbaren, prickelnden September und viele schöne Entdeckungen mit der wilden Lilith in eurem Zeichen, die besonders die Skorpionfrauen sicherlich sehr stark dazu bringen wird, ihre Kreativität zu entfalten, auch beim Sex, wenn sie also die Möglichkeit zu sexuellen Begegnungen haben, aber überhaupt ihnen eben eine kreative und auch geheimnisvolle, vielleicht auch ein bisschen kratzbürstige Ausstrahlung verleiht, die auf viele Männer jetzt ganz und gar unwiderstehlich wirkt.
Bitte meldet euch gerne mal bei mir zurück, gebt mir ein Feedback, wie ihr das erlebt, wenn ihr Lust habt. Ich bin auf jeden Fall für euch da und jetzt wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.